Christina Arana Fade und hier ist mein Beitrag zum Channeling-Kongress 2020. Zunächst möchte ich mich bei den Veranstaltern bedanken für die Einladung und ja, ich freue mich sehr, jetzt für euch alle, für alle, die jetzt zuschauen, dieses Video aufnehmen zu dürfen zu meinen Themen, auch zum Thema Channeling natürlich, aber auch so ein bisschen speziell zu mir und meiner Arbeit. Mein zweites Thema, was dann dazu kam, war Avalon, weil mein Drache mich dahin gebracht hat und ich auch von Merlin immer noch und schon seit vielen Jahren unterstützt bzw. geschult werde. Und Avalon für mich als Erinnerung in dieser jetzigen Inkarnation die wichtigste Epoche ist. Ja? Also wirklich in der jetzigen Inkarnation, in der ich jetzt bin, ist die Erinnerung an Avalon für mich die maßgebliche, aus der heraus ich meine Kraft schöpfe, meine Informationen ziehe und auch meine Inspiration bekomme. Dort komme ich nah an ein Feld der Weisheit dran und an eine außergewöhnliche Form der Magie, die, so wie ich es empfinde, so ganz normal und alltagstauglich ist. Als ich das Wort Channeln das erste Mal gehört habe, damals, ja, so, keine Ahnung, 2002, 2003 oder 2004, in dem Dreh ungefähr kam dieses Wort das erste Mal in meinen Gehörgang. Vorher kannte ich das nicht. Ich habe mich auch vorher überhaupt nicht mit spirituellen Themen befasst. Also diese Welt eröffnete sich mir so von heute auf morgen wie ein Donnerschlag. Und die Drachen, so wie die sich zeigen in Trance-Reisen mit ihrem Farbton, was ein Klang ist, ja, wir sagen ja Farbton, wir sprechen hier von Klängen. In unserer Welt zeigen sich diese kosmischen Klänge optisch als eine Farbe, aber es steckt ein Ton dahinter. Der Ton erschafft alles, ja. Der Ton erschafft die Materie, alles ist Klang. Dann mit meiner inneren Stimme frage ich einfach, wer möchte hier für euch, für die Zuschauer, für den Channeling-Kongress 2020. Wer möchte ein paar Worte für euch sagen oder hat eine Botschaft? Seid gegrüßt, ihr lieben Menschen, ihr wundervollen Seelen. Mein Name ist Artanis. Ich bin die hohe Priesterin aller Elben. Und ich bin gekommen, um ein paar Worte an euch zu richten. Worte der Weisheit, aber auch Worte gefüllt von Liebe.